Wir haben sehr schlecht ins Spiel gefunden. Die erste halbe Stunde war viel zu wenig. Wir haben erst dann, ich sag mal, die Körpersprache und das Engagement gezeigt, dass man sich vorstellt nach dem gehaltenen Elfmeter. Wir haben in der Halbzeitpause dann ein paar Sachen besprochen, ein paar Veränderungen vorgenommen. Ich denke, die haben gegriffen. Letztes Heimspiel in dieser Saison wollen wir unbedingt die drei Punkte hier lassen. Ja, das ist genauso abgelaufen wie letzte Woche in Stuttgart. Heimmannschaft war aktiver, ein bisschen emotionaler. Ich hatte in Führung gegangen, hat vergessen, zweite Tor zu machen. Und dann kommt die zweite Halbzeit, dann ein Gast und zeigt Reaktion und geht im Ausgleich und so weiter. Und zum Schluss kannst du auch so sagen, 50-50 spielen, alle offen und so weiter. In der zweiten Halbzeit bin ich zufrieden. Ich denke, wir werden das Spiel möglicherweise auch sogar in der Endphase dann für uns entscheiden können. Aber aufgrund dessen, wie die erste halbe Stunde abgelaufen ist, denke ich, ist das auch okay, dass wir dieses Spiel auch nicht gewonnen haben. Zum Schluss musst du dann zittern, kriegst du noch ein Gegentor und so weiter. Das akzeptieren wir. Schade, dass wir nie gewonnen haben. Es war wichtig, nachdem wir in den letzten Wochen kaum Zählbares aus unseren Chancen mitgenommen haben, dass wir dann zweite Halbzeit auch mit einem Rückstand gut reagiert haben und das Spiel zumindest mit einem Unentschieden nach Hause bringen. Dankeschön.